Paula Luise Pichotta. Noch nie von ihr gehört? Vielleicht besser so. Im Gegensatz zu Joshua Kimmich ist sie für den kleinen Shitstorm, der über sie hinweggebrochen ist, selbstverantwortlich. Sie hat in ihrer Instagram-Story dieses Bild geteilt. Gefühlt gestern noch als GJ, Grüne Jugend, gegen zu viele Nationalflaggen argumentiert. Jetzt musst du hier das hässlichste Festivalbändchen aller Zeiten zu tragen. Aber zeigt an, dass man 2G ist und deswegen kann ich ausnahmsweise damit leben. Zwinker-Smiley. Bestimmt gibt es Menschen, denen das völlig scheißegal ist. Dieselben vielleicht, die kein Problem damit haben, wenn die Nationalhymne umgedichtet wird oder man die Nationalflagge vielleicht sogar ganz abschaffen sollte. Ich gehöre nicht dazu. Schon Angela Merkel hat bei der Bundestagswahl 2013, nach diesem glorreichen Sieg der Bundestagswahl 2013, auf der Bühne eindrucksvoll gezeigt, was sie von Patriotismus im Kleinen hält, wenn jemand eine kleine Deutschlandflagge, ein Fähnchen, schwenken möchte. Ich gehe nun fest davon aus, dass es da draußen den einen oder anderen gibt, der sich die Frage stellt, warum das eigentlich so ist. Gibt es, was für einen Bezug hat die Flagge? Wo kommt die Flagge überhaupt her? Gibt es einen Bezug zur NS-Zeit? Irgendwie hat ja alles einen Bezug zur NS-Zeit. Warum haben Leute ein Problem mit diesen Farben, mit Schwarz-Rot-Gold, wenn dadurch auch nur so ein kleiner Funke vielleicht Patriotismus ausgedruckt werden soll? Wo kommt das her? Ich glaube auch, dass viele nicht wissen, woher die Ursprünge der Farben und unserer Flagge tatsächlich kommen. Deswegen möchte ich das kurz erläutern, in einem kleinen Exkurs. Der Ursprung von Schwarz-Rot-Gold ist nicht eindeutig geklärt, das schon mal vorneweg. Überlieferungen zufolge gehen die Farben auf die Uniformen der Widerstandskämpfer des Lützower Freiheitskorps gegen Napoleon um 1815 zurück. Schwarze Jacken mit goldenen Knöpfen und roten Samtaufschlägen. Um an die Taten der Widerstandskämpfer zu erinnern, gründeten Studenten in Jena, eine Burschenschaft und wählten die Farben Schwarz-Rot-Gold für ihre Flagge. Ihr dürft gerne raten, in welcher deutschen Stadt Frau Pichotta ihr Medizinstudium absolvieren durfte. Richtig, in Jena. Am 9. März 1848 erklärte die Nationalversammlung die Farben Schwarz, Rot und Gold als Nationalfarben und legte auch die Nationalflagge fest. Nachdem die Revolution gescheitert war, wurde die Flagge durch die schwarz-weiß-rote Fahne ersetzt und hatte später auch unter Bismarck bis 1918 Bestand. Nach dem Ende des Deutschen Kaiserreichs wurde die schwarz-rot-goldene Flagge erneut als Staatssymbol festgelegt. 1935 haben die Nazis ihre eigene Parteiflagge neben der schwarz-rot-weißen offiziell zur Landesflagge gemacht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Farben Schwarz-Rot und Gold sogar als Nationalfarben in Artikel 22 des Grundgesetzes verankert. Die Bundesflagge ist Schwarz-Rot-Gold, steht dort geschrieben. Und neben der Abwandlung der Flagge in der DDR mit Hammerzirkel und Ehrenkranz hat diese Flagge seitdem Bestand. Bis heute auch an dem Handgelenk von Frau Pichotta. Keine anderen Farben könnten in Deutschland den Begriff von Freiheit jemals besser zum Ausdruck bringen, als dass diese Flagge und diese drei Farben können. Sie hatte das Privileg, in der Stadt, in der diese Farben, in der dieser Freiheitsgedanke zur damaligen Zeit ihren Ursprung gefunden hatte, studieren zu dürfen. Und trotzdem hat sie scheinbar keinerlei Bezug weder zum geschichtlichen noch zum freiheitlichen Gedanken, der dahinter steckt. Als Bundestagsabgeordnete hat sie aber meiner Meinung nach eine ganz besondere Verantwortung, was nicht nur zuletzt daher rührt, dass sie einen Haufen Kohle bekommt. Ihr möchtet mal wissen, wie sich das so aufschlüsselt? Neben einigen Aufwendungen, wie zum Beispiel diverse Büroräume, Computer, Drucker und so weiter,
gibt es einige Sachen, die tatsächlich auch mit Zahlen aufgeschlüsselt sind. Und zwar die steuerfreie Aufwandspauschale von 4.560,59 € monatlich. Dann eine Internet- und Kommunikationsmittelpauschale bzw. Büromittelpauschale bis zu 12.000 € jährlich. Und dann gibt es noch eine Mitarbeiterpauschale von 22.795 € monatlich. Ihr habt richtig gehört, monatlich. Reisekosten, kostenloses Bahnfahren natürlich, in dem Genuss befinde ich mich allerdings auch. Und mandatsbezogene Inlandsflüge sind ebenfalls kostenfrei. Wobei die ja demnächst wahrscheinlich abgeschafft werden. Dann müssen die Grünen bzw. auch alle anderen Politiker häufiger wieder mit der Bahn fahren. Und wir wissen ja, wie zuverlässig das ist. Genauso zuverlässig wie die deutsche Politik an sich. Vielleicht berührt mich dieser Post aber auch nur deshalb so sehr, weil ich einen Eid auf dieses Land, einen Eid auf die Flagge, auf diese Farben geschworen habe, sie tapfer mit meinem Leben zu verteidigen. Was mich hingegen nicht wundert, ist, dass die Grünen nicht nur ein sehr ungesundes Verständnis von Freiheit haben, neben der Tatsache, dass sie keine Wertschätzung für unsere Nationalfarben und unsere Flagge empfinden. Das ließ sich besonders schön an dem Interview, welches Katharina Schulze geführt hat, festmachen, wo sie sich geäußert hat, dass sie mit dem Begriff des Freedom Days überhaupt nichts anfangen könne. Der Freedom Day, das ließ sich ja den Eindruck entstehen, wir wären die letzten anderthalb Jahre überhaupt nicht frei gewesen und dem wäre ja mitnichten so. Ja, wir leben ja in einer Demokratie und selbstverständlich waren wir alle frei die letzten anderthalb Jahre. Dass es Menschen während des Lockdowns zeitweise nicht erlaubt war, zu zweit auf einer Parkbank zu sitzen oder nach 22 Uhr draußen spazieren zu gehen. Dass Schulen über Monate geschlossen waren und zehntausende Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen ohne den Beistand ihrer Liebsten und Angehörigen verstorben sind, weil es ein Besuchsverbot durch Corona gab. Das sind scheinbar keine Einschränkungen in unserer Freiheit, sondern das ist halt einfach Demokratie und damit müssen wir leben. Das Echo auf diese Aussagen in den sozialen Medien war absolut angemessen. Im Gegensatz zur Reaktion, zur derzeitigen Reaktion auf die Aussagen von Frau Pichotta. Aber vielleicht kommen wir auch da noch in die richtige Richtung. Noch ein Punkt allgemein. Ich glaube, dass man als Politiker eine emotionale Bindung zum eigenen Land haben muss. Wenn ich als Repräsentant der Bevölkerung, dem deutschen Volk, so wie es bei dem Reichstagsgebäude steht, wenn ich das vermitteln möchte, wenn ich das leben möchte, dann brauche ich einen Bezug zu diesem Land. Ich brauche auch ein gesundes Verständnis zu Patriotismus und dazu gehören nun mal die Flagge und die Farben dazu. In allen anderen Ländern der Welt ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Hier ist es höchstens eine Selbstgeißelung. Ohne die Anerkennung und Wertschätzung unserer Geschichte und dem, was frühere Generationen geleistet haben, kann man keine gute Politik machen. Das ist meine Meinung. Am Ende möchte ich euch noch einen kleinen Einspieler zeigen von einer weiteren grünen Politikerin, die zum Glück noch nicht im Bundestag sitzt, welche gestern bei Markus Lanz kurz geäußert hat, was sie für ein Freiheitsverständnis hat. Da ging es um die Erstwählerstimmen, die die FDP abgegriffen hat. Aber seht selbst und bis zum nächsten Mal. Ich persönlich finde, es ist ein Skandal, dass die meisten Erstwählerinnen die FDP gewählt haben. Das ist für mich... Ein Skandal nennen Sie das? Ja, ich finde das daran schrecklich. Ist nicht skandalös. Aber gut, man kann ja mal einhaken. Ist Ihnen denn der Begriff Leistung so fremd? Nein, ist er nicht. Dass Menschen auch eine Leistung erbringen wollen, dass man ihnen eine Chance eröffnet, zu etwas zu leisten. Aber das ob für die Gemeinschaft. Ich würde wirklich nie sagen, dass es skandalös ist, FDP zu wählen. Ich würde mich nie trauen zu sagen, dass es skandalös ist, die Linkspartei zu wählen. Ich würde nie sagen, dass es skandalös ist, die CDU, die SPD, die Grünen zu wählen. Niemals. Nein.